3 Jahren ins Leben gerufen. Es geht einfach darum, dass wir die ganzen Missen aus den Bundesländern, die dann auch zur Miss Austria-Wahl kommen, schon mal vorbereiten, dass sie einen kleinen Einblick bekommen. Was passiert eigentlich, wenn ich Miss Austria werde? Was sind da meine Aufgaben, meine Jobs? Und wir möchten sie natürlich auch dahingehend vorbereiten und coachen. Es gibt zahlreiche Workshops, Trainings, unterstützt von Experten und Promis. Und für die Mädchen ist es natürlich kostenlos. Genau, streck dich durch. Brustbein rauf, ja? Sexy. Sexy, sexy. Drei Dinge überlegt, nämlich zum einen die ganz klassischen Pressefotos, wo es halt darum geht, dass man selber sehr gut aussieht. Dann das erste Unterwäsche-Shooting mit Manfred Baumann, der auch seit Jahren bei uns dabei ist. Hier geht es darum, eine sehr gute Figur zu machen, in Dessous zu posieren und einfach vor der Linse von einem Starfotografen zu sein, der 1-2 Tage vorher wirkliche Hollywood-Stars abgelichtet hat. Und das dritte waren dann Auftragsshooting, unter anderem für die Thalma Geimberg selbst, also ein ganz entspanntes Shooting mit sehr vielen Wellness-Szenen und ein Auftragsshooting für Spitz Frizzante, wo es halt darum ging, auch Produkte in Szene zu setzen. Wir wollen die Mädels einfach ein bisschen dahingehend coachen, fördern und einfach auch hochleben lassen. Sie sind ja für uns sehr wichtig und es geht einfach darum, dass sie auch einen gewissen Benefit aus der ganzen Sache haben. Also ich habe angefangen als Maturantin, dass ich in der Miss Austria Akademie bin und dass ich da jetzt alles lerne und dann ich war quasi ein Küken, ich hatte keine Ahnung vom Leben und dann bin ich eigentlich ins eiskalte Wasser geschmissen worden. Ein Jahr lang war ich in Miami, in England, überall in Österreich und habe sehr, sehr wichtige Leute kennengelernt. Und jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch geworden. Miss Austria 2014 ist Julia Vogel! Es war ein Traum. Also ich war schockiert, weil man einfach damit nicht rechnet, dass man zu den großen Missen dazugehört. Und es war auch ein Traum für mich, wie ich bei der Miss World-Wahl war. Es war ein Traum für mich, wie ich bei der Miss Universe-Wahl war. Und ich weiß, dass ich das alles erlebt habe. Und trotzdem, wenn ich mir die Fotos anschaue, kann ich nicht glauben, dass ich dort war und ich das alles erlebt habe. Ich hoffe, die Kandidatinnen haben das jetzt mitgenommen, was dahinter steckt. Die Marke gibt es seit 1929. Das ist nicht nur nett lächeln und ab und zu eine Modenschau machen, also steckt schon sehr viel mehr dahinter. Und ich wünsche mir eigentlich für nächstes Jahr, dass wir eine motivierte und engagierte, hübsche, junge Powerfrau haben, mit der wir arbeiten können. And we danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. Take my hand. Let's have a blast and remember this moment for the rest of our lives. Our lives. Our lives. Our lives. Our lives. Oh, 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 oh. Tonight. 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 Cause the night's the night, am I right?